Es war einmal ein kleines Mädchen, das alle Fräulein Verwöhnt nannten, weil ihre Mutter sie wie eine Königin behandelte. Eines Tages wurde Fräulein spürt nicht aufhören zu singen, ich will Cookies, ich möchte Kekse. Hush, sagte ihre Mutter, hier nimm dieses Essen und bringe es zum Haus deiner Großmutter. Hier ist ihr gelber Käse und gerostete Nüsse und ein großer grüner Apfel. Fräulein Spöld hörte auf zu singen und ging durch die Landschaft auf die Farm ihrer Großmutter. Sie hat das Mittagessen nicht gegessen, weil sie hoffte, dass ihre Großmutter ihr ein paar Kekse machen würde. Als sie auf die Farm kam, traf sie die Katze der Großmutter auf der Straße und weinte. Ich bin so hungrig, ich bin so hungrig. Niemand hat mich den ganzen Tag gefüttert. Wirst du mir deinen gelben Käse gegeben? Natürlich, arme Kitty, sagte Miss Spoiled, der sehr gütersig war, und sie gab ihm all ihren gelben Käse. Als sie in den Hof ihrer Großmutter kam, traf sie die Ziegen und weinte, ich bin so hungrig, ich bin so hungrig. Niemand hat mich den ganzen Tag gefüttert. Wirst du mir deine gerosteten Nüsse geben? Natürlich, schlechte Ziege, sagte Miss Spoiled, und sie gab ihm all ihre gerosteten Nüsse. Als sie in die Schuhe ihrer Großmutter kam, traf sie das Pferd und weinte, ich bin so hungrig, ich bin so hungrig. Niemand hat mich den ganzen Tag gefüttert. Wirst du mir deinen großen grünen Apfel geben? Natürlich, armes Pferd, sagte Miss Spoiled, und sie gab ihm ihren großen grünen Apfel. Endlich kam Fräulein Spoiled zum Haus ihrer Großmutter, fand aber alles still und dunkel. Sie klopfte und rief, Oma, Granny, komm auf. Oma kam an die Tür und schrie, wer ist da? In einem harten Ton. Fräulein Spoiled sagte schnell, es ist meine Oma, dein Lieblingsenkelkind. Sobald Oma erkannte, dass es tatsächlich ihr am wenigsten liebenswertes Enkel war, öffnete sie so grund ihre Tür zum kleinen Gor. Oma bemerkt, dass Fräulein Spoiled hierein kam, dass sie ihr Essen nicht hatte. Das machte Oma sehr wütend, so wütend, dass sie einen bösen Gedanken hatte. Tote das Kind mit dem, was sie am meisten liebt, Kekse. Ich wusste, dass ihr undankbares Enkelkind ihr früher als später anfangen würde. Oma bot ihre Kekse für die schwieriger Karten an, die sie heute hinüberkam. Aber als Fräulein Spoiled war gerade dabei, das vergiftete Plätzchen zu essen, entschied sie, dass sie nett sein würde und ihre Oma schon einmal bekommen würde, sie aß sie alle. Oma, vergesslich ist das Giftcookie für Fräulein Verdobren und stirbt. Die Moral der Geschichte: Sein Freundlich konnte dein Leben retten. Und Fräulein Spoiled lebte ein sehr langes und verwöhntes Leben. Dann endete.